sich Freunde ein. Gleich wie zu Haus. Wo treibt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger? Wo seid ihr froh und ich ebenso? Wo gibt's dies und das und viel Schlagerspaß? Vielen Dank. Dankeschön und herzlich willkommen. Da bin ich wieder. Ich habe mich sehr auf diesen Augenblick gefreut. Dankeschön. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Es ist wunderschön, hier zu sein. Ich sage herzliches Grüß Gott. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich Ihnen jetzt sagen, welche Ängste ich hatte. Ich habe gedacht in der Zwischenzeit, Sie hätten vielleicht jemand anderen. Aber als ich gerade gehört habe, welche Geräusche Sie gerade gemacht haben, als Sie mich gesehen haben, haben Sie mir diese Sorge schon mal genommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid, freue mich, dass Sie zuschauen. Und ich freue mich, hier zu sein. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht schön hier? Extra für uns gemacht, für Sie und von mir. Erstbezug, ganz neu, alles neu. Extra für uns vom SWR gemacht. Und ich kann nur Dankeschön sagen, hier kann man Spaß haben, hier drin. Was rede ich? Hier kann man Schlager und Spaß haben. Wir haben hier Gemütlichkeit, wir haben hier Freundlichkeit. Wir haben die schönen neuen Lieder von heute und wir haben die wunderschönen alten Lieder von damals, wie zum Beispiel, was soll man geschwind singen, damit die Zuschauer wissen, was. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Ja, Publikum denkt mit, was soll ich sagen? Meine Damen und Herren, das freut mich. Das heißt, wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben musikalisch schon mal denselben Geschmack. Und dann freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt ganz am Anfang meiner neuen Sendung eine Gruppe präsentieren darf, die einen ganz kleinen Ort in Südtirol weltbekannt gemacht haben. Der Ort heißt, ich habe es aufgeschrieben, Kastelruth. Und tatsächlich, Sie sind heute hier bei uns. Viel Spaß beim Mitsingen mit diesen großen Hits von den Kastelruther Spatzen. Tränen passen nicht zu dir, viel zu schade sind dafür. Deine Augen, mein blondes Kind, wenn du lachst und mich damit glücklich machst, glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme, dort findest du gleich wieder Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum Fröhlichsein. Schade sind dafür deine Augen, mein blondes Kind. Sie sind schöner, wenn du lachst und mich damit glücklich machst. Glaub mir, dafür sind sie nur bestimmt. Bist du mal traurig, komm in meine Arme. Dort findest du gleich wieder Sonnenschein.
Sonnenschein. Tränen passen nicht zu dir, denn du bist doch, glaube mir, nur geboren zum Fröhlichsein. Ja, nur geboren zum Fröhlichsein. Ich war der Mann ihrer Träume. Mir war klar, dass ich heute Nacht viel versäume. Wenn du fragst, kleine Jenny, ich habe es für dich getan. Und berührt nimmt der Morgen dich in den Arm. Und wenn du aufwachst, dann findest du eine weiße Rose. Dass ich sagte, ich muss gehen, wirst du später erst verstehen. In meinem Herzen, da blüht für dich eine weiße Rose. Kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose, sag es dir. Eine weiße Rose. Kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose, kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose sagt es dir. Dankeschön, danke. Ist das schön? Ja, wunderbar. Das ist doch super, oder? Super, einwandfrei. Dass ihr zu uns gekommen seid, großes Kompliment. Norbert, wärst du so nett und würdest jetzt die Zettel einsammeln von unserer Wunschbox? Ja, auf jeden Fall machen. Ja, ja, die sind ja verbreitet. Für die Zuschauer zu Hause, die können das nicht wissen, bevor unser Publikum hier hereingekommen ist, haben wir draußen im Foyer eine, wie soll ich sagen, eine repräsentative Umfrage gemacht, weil das ist ja im Moment in. Und nicht drum, wer ihnen am liebsten ist, sondern die Menschen durften ihre Wünsche auf Papier bringen. Aber ohne Einschränkung. Wissen Sie, was ich meine? So, die Menschen haben draufschreiben können, was sie sich wünschen, ganz egal was. Auch Wünsche, die sie sich nicht auszusprechen wagen. Die Wünsche stehen dann alle auf die Zettel. Der Norbert sammelt die schon ein. Und ein bisschen später dann werden wir die Wünsche erfüllen. Ich gehe einfach einmal davon aus, wir werden alle Wünsche erfüllen können. Der Norbert und ich, wir teilen uns das so auf. Ich mache die komplizierten Wünsche und der Norbert kümmert sich um die Geldwünsche der Menschen. Alles klar. Norbert, ist schon soweit? Ich sage danke, bis später. Wir sehen das dann. Dann möchte ich Sie noch bekannt machen. Ist alles neu hier, die ganze Dekoration. Er ist keine Dekoration, er ist ein netter junger Mann, meine Damen und Herren. Das ist der Konstantin. Servus, Konstantin. Servus. Konstantin. Unser Publikum. Mich hat heute Nachmittag, der Konstantin war dabei, vor dem Studio eine ganz nette ältere Dame angesprochen, die mich gefragt hat: Herr Borg, gibt's denn eigentlich die Fischer von San Juan noch? Leben die und wie geht's denen denn gesundheitlich? Ich habe so ähnlich reagiert wie Sie, aber die war so lieb, die Dame, dass ich nicht anders konnte und habe gesagt: Die haben sich umschulen lassen, die waren beim Amt und haben gesagt, was könnten wir denn machen? Und der Beamte hat gesagt, ja, singen. Kann ja jeder. Und dann, die treten jetzt als Duo auf, zu zweit, haben immer so schöne Anzüge an. Und die waren auch mal bei mir im Musikantenstadl, aber die nennen sich jetzt nicht mehr die Fischer von San Juan, sondern Amigos. Der Bernd und der Karl-Heinz, die Fischer von einst,
sind jung und sie sind bisher noch frei. Das Mädchen, das kommt, heißt Sue. Sie sagt allen beiden zu. Sie werden heut bei uns sein, die zwei. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Das Bett zu der schönen Insel und kommt nie an. Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam. Das Boot den beiden Fischern von San Juan. Da sagt das Mädchen zu den beiden, das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden. Ich hab euch beide gern, mir ist's egal. Ich will als Fremde nur erleben, wie ihr die Fischer feste geben. Zum Fest gehört, ist eure Wahl. Ich will als Fremde nur erleben, wie wir die Fischer Feste geben. Wen ich zum Fest gehört, ist eure Wahl. Komm in die Mitte. Das ist euer Applaus, die Amigos. Komm her, Andi. Wir haben das noch nie gemeinsam gesungen. Ich finde das ganz toll, dass ihr heute Abend hier bei meiner ersten Sendung seid. Und ich freue mich nicht allein, das habt ihr gerade gesehen, oder? Schön, dass die zwei da sind. Danke. Andi, das ist uns selbstverständlich eine Ehre, hier bei dir heute Abend zu sein, bei deiner neuen Sendung. Und wir hoffen, dass alles so gelingt, wie du dir das vorgenommen hast, dass endlich wieder eine schöne, volkstümliche Sendung mit Andi Borg im Fernsehen ist. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ist gut jetzt. Ich glaube, die haben mich jetzt erst erkannt. Ich glaube es auch. Meine Damen und Herren, ich habe sogar gesehen, zu Hause haben auch Leute geklatscht. Das hast du sehr lieb gesagt. Also die zwei, die hier neben mir stehen, wir haben ja ähnlich begonnen, als Alleinunterhalter auf Firmenfesten gespielt. Und irgendwann hat euch jemand entdeckt, ihr habt eine Platte aufgenommen, wie wir sagen, für die Jungen vielleicht eine Platte ist ein zusammengequetschtes MP3 aus Teer. Eine Schallplatte haben wir noch. Kennt ihr noch Schallplatten? Ja. Und Sie auch zu Hause. Aus der Zeit kommen wir. Genau. Merkt man das, wenn man lange Musik macht und dann eine Platte aufnimmt, dass es jetzt losgeht? Merkt man das? Na, merkt man vielleicht nicht direkt. Aber wir hatten 2006 das Glück oder 2007 das größere Glück mit dir, als wir beim Stadel waren in Basel. Und dort ist der Knoten geplatzt und bis heute hält er an und ist ein Wahnsinn. Wir können nur jeden Tag einmal hochschauen und können sagen, danke Chef, dass uns das passiert ist und dass so viele Menschen unsere Musik, auch deine, unsere aller Musik mögen, den deutschen Schlager. Da gibt's nichts dazu zu fügen. Und die Auszeichnungen, die ihr zu Hause habt, die Auszeichnungen, die bei euch schon fast keinen Platz mehr haben, weil es so viele davon gibt, die hat nicht irgendeine Jury bestimmt, sondern die habt ihr vom Publikum. Das sind Goldene, das sind Platin, das sind Doppelplatin. Und vor ein paar Wochen habe ich euch einen Preis verliehen. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört. Was war das denn? Ja, erklär das mit Bernd. Ich muss mich jetzt erstmal... Holst du dir die Gitarre? Ja, alles klar. Das. Was ja, war das? Wir waren in Elmau und haben... eine Auszeichnung bekommen, das heißt, in 12 Jahren waren wir 9-mal in Deutschland auf der Nummer 1, 8-mal in Österreich, 5-mal in der Schweiz, hat noch nie jemand im Leben geschafft. Und 4-mal das Triple, das heißt, in 3 Ländern in den Charts. Hintereinander? Hintereinander. Ohne Abstand. Also jedes Album, das Sie veröffentlicht haben, zack, 1. Da weißt du, Andi,
Das sind Aufzeichnungen, wie du gesagt hast, die sind nicht von irgendeiner Jury, die sind von euch. Von genau. Euch hier und euch vor dem Fernsehen, von dem Publikum. Die sind die, das sind die wertvollsten. Natürlich. Überhaupt. Das sind auch genau. Die ehrlichsten. Ja. Und wir wollen keine andere haben, wenn es nicht ehrlich erarbeitet ist. Und dafür sagen wir einfach nur ein einziges Wort und das heißt Danke. Und Sie bedanken sich natürlich musikalisch bei Gold und Platin. Bei so viel Edelmetall kann man nur noch eins draufsetzen, wenn man ein Lied auf den Markt bringt, das heißt 110 Karat. Die Amigos! Bringt Farbe in mein Leben. Mein Herz geht ganz weit auf, hat's lang nicht mehr gegeben. Du bist wie ein Feuerball, der in mir explodiert. Ich fühle mich wie neu geboren, hab mein Herz verloren. Du bist mehr als pures Gold für mich. 110 Karat, auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, unsere Liebe nicht. Du bist blumenreines Glück für mich, 110 Karat, strahlt so heller als der Sonnenlicht, ja, ich liebe dich. Wenn du mich zärtlich küsst, dann spür ich das Leben. Ich hab das so vermisst, mit dir kann ich's erleben. Du hast mein Herz geglaubt, gib's niemals wieder her. Ich will's ein Leben lang, mit dir und so viel mehr. Du bist mehr als pures Gold für mich. 110 Karat, auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, unsere Liebe nicht. Du bist blumenreines Glück für mich, 110 Karat, strahlt so heller als der Sonnenlicht, ja, ich liebe dich. Du bist mehr als pures Gold für mich. 110 Karat, auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, unsere Liebe nimmt. Du bist blumenreines Glück für mich, 110 Karat, strahlt so heller als der Sonnenlicht, ja, ich liebe dich, strahlt so heller als der Sonnenlicht, ja, ich liebe dich. Vielen Dank an die Amigos. Kanntest du die Amigos, bevor du bei uns warst? Nee. Aber schöne Musik, oder? Ja. Ja? Meine Damen und Herren, darf ich Sie bekannt machen, das ist Mathilde. Und du bist? Luis. Das ist der Luis. Die Mathilde gehört dem Luis. Andere Kinder haben ja Katzen und Hunde zu Hause. Und du hast ein, wie heißt das Huhn? Mathilda. Nein, ich meine diese Rasse? Holländer Weißhaube. Holländer Weißhaube. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen natürlich nicht nur wunderschöne Musik, wie zum Beispiel von den Amigos, präsentieren, sondern auch interessante Menschen aus dem SWR-Land, aus Ihrer Umgebung. Und du, wo bist du denn zu Hause? In Lauterbach. In Lauterbach? Kennt jemand Lauterbach?
Zu Hause in Lauterbach springen Sie jetzt auf. Das ist doch der Louis, der in der Nachbarschaft immer herumgackert. Also ich kenne ja viele Kinder, die haben Katzen oder Meerschweinchen oder Hunde. Wie kommt man denn drauf, Hühner? Also an meinem 4. Geburtstag habe ich die gekriegt. Als Geschenk. Okay. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf, das hübsche Mädchen, das ist seine Schwester und seine Eltern vom Louis. Schönen guten Abend. Louis, du bist ja, wir haben uns deswegen hingesetzt, damit man nicht sieht, wie groß er schon ist. Wie alt bist du denn? 9. 9. Gut, dass wir sitzen, weil sonst wären wir gleich groß und dann sagen die der anderen. Ja, da liegt ein Osterei. Sieht man das? Sieht man das? Nein, kein Osterei. Das ist wirklich von der Mathilda. Ja. Zu Hause gelegt und mitgebracht? Ja. Ich bin stolz auf dich. Wenn ich das mitgebracht hätte, wäre das dreimal zur Eierspeis geworden. Ja, ja. Da liegt's wirklich. Und dann steht da drüben auf dem Fass bei deinen Eltern steht ein Pokal. Du spielst Fußball. Ja. Und der Pokal ist von der Meisterschaft? Nee, von den Hühnern. Quatsch. Doch. Was heißt das? Die muss man frisieren, die Federn schneiden oder? Ja, man muss die Haube halt oder halt die Haube putzen, dass sie was her. Achso, das war eigentlich ein Spaß. Ich dachte, du lachst. Muss man die wirklich schön herrichten für so einen Wettbewerb? Ja, wenn man was gewinnen will, dann schon. Der Onkel Andi stellt aber auch blöde Fragen. Und was jetzt viele Kinder und Jugendliche, die uns zuschauen heute, am Samstagabend, dürfen ja die Jungs und die Mädels länger aufbleiben, was viele interessiert, auch die Eltern, wer kümmert sich denn um Mathilda und um Oskar? Also am Morgen lässt sie mein Opa raus. Ja. Und am Mittag gebe ich dann noch zu fressen und zu trinken halt. Das heißt, wenn du von der Schule kommst, wird nicht erst Hausaufgaben gemacht, sondern? Doch, erst Hausaufgaben und dann nach dem Essen gehe ich dann raus. Okay, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Man kann sagen, diese zwei Lebewesen gehören zu eurer Familie, oder? Ja. Ja? Dann habe ich jetzt ein Lied für euch. Wir sind doch eine große Familie, oder? Jeder braucht jederzeit irgendwo Geborgenheit und die finden wir bei uns daheim. Unser Haus ist nicht groß, aber immer ist was los, denn wir sind ein fröhlicher Verein. Wir sind eine große Familie, wir gehören zusammen, hier ist keiner allein. Wir sind eine große Familie. Glücklich ist, wer Freunde hat, denn das Leben ist nicht immer leicht. Und es kommt der Moment, wenn's im Nachbarhaus mal brennt, dass man sich die Hand zur Hilfe reicht. Wir sind eine große Familie. Auf der Welt, keiner fragt, ob's uns gefällt. Jeder macht für sich das Beste draus. Irgendwann wird es sein, da sehen alle Menschen ein, ohne Liebe.
zusammen, hier ist keiner allein. Wir sind eine große Familie und wir wollen es bleiben, das wird immer so sein. Ich darf Ihnen jetzt etwas präsentieren, das haben Sie so im Fernsehen noch nie gesehen. Sie werden jetzt staunen, weil ich Ihnen etwas ganz Besonderes ansagen darf. Ja, ja, hallo, hallo. Entschuldigung, Entschuldigung, Andi. Ich bin ein bisschen spät, Entschuldigung. Ich war einkaufen noch. Sie waren einkaufen? Ja. Da bin ich sehr froh, weil da muss ich nicht mehr mitgehen, oder? Na, das ist wieder typisch, Mann. Ja, ich bin ein schlechter Einkauf-Mitgeher. Ja, und was ich erlebt habe am Einkaufen. Hallo. Ja, ich muss, es ist ja so, also ich wollte ein paar Hosen kaufen für meinen Mann. Männer und Hosen. Ich habe gedacht, das kann doch so schlimm nicht sein, gell? Und da habe ich das mal selbst ausprobiert. Muss ich euch zeigen. Hallo, junger Mann. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Moment. Also, ich bin da neu in den Laden und habe gesagt, ich hätte jetzt gerne mal ein paar Hosen zum Probieren. Und da habe ich natürlich gleich mal so was gekriegt. Eine Slim Fit Stretchröhre Jeansstoffhose. Ist so, ja, das Problem ist nur, also beim Anziehen, man kommt ganz gut neu mit den Füßen, weil die auch noch ein bisschen schmal sind. Aber dann geht's natürlich los. Jetzt musst du die Hose nach oben bekommen. Du musst eigentlich gegen das Vakuum kämpfen, dass diese Slim-Fit-Stretchröhre Jeansstoffhose an sich hat. Dann ab die Knie aufwärts musst du nicht nur gegen die Slim-Fit-Stretchröhre Jeansstoff-Jeansstoffhose kämpfen, sondern auch gegen die Naturgewalt. Ja. Ja, weil mit der Hose wandern alle Zellen, also ob lebend oder tot, spielt jetzt keine Rolle, die wandern mit nach oben. Und wenn du dann endlich die Hose oben huscht, dann hat sich durch die Wanderschaft der Zelle ein Ring gebildet. Das wäre ja alles noch ertragbar, aber man muss ja aus der Hose auch wieder raus. Da habe ich jetzt für mich gemerkt, wenn ihr mit dem Daumen unter den Ring geht, in die Hose einrastet, dann könnt ihr das Vakuum lösen. Jetzt nur noch nebenbei, wenn die Hose noch unten gehen, gehen alle Zellen wieder an ihren Platz. Dankeschön.
Alphorn, Klang und Schwoberbleck. David, bitte durch. Ich bin ganz begeistert. Ist das das, was Sie sehen wollen? Und was wir hören wollen? Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Alphorn, Klang und Schwoberblech. Wo kommt ihr denn her? Ich sag nicht aus Schwoben. Doch, wir kommen aus Schwaben. Wir kommen aus dem wunderschönen oberen Schlichemtal. Das liegt im Zollern Albkreis, ganz genau aus Ratshausen. Unser Publikum hat in Geografie gut aufgepasst, ja. Und wie lange spielt ihr denn in der Besetzung schon? Ja, wir haben uns gegründet 1991. Wir spielen also schon 27 Jahre. Zuerst begonnen als Alphornbläserquartett und seit etwa 18 Jahren spielen wir jetzt in dieser Besetzung auch noch Schwoberblech. Alphorn, hast du schon wieder Alphorn gesagt? Ich hab euch vorher beobachtet, das sind, was ist das denn, Glocks? Das sind Glocks. Aus dem Urlaub aus Holland mitgebracht? Nein, die sind aus dem Bregenzer Wald. Aus dem Bregenzer Wald, der ist so ähnlich wie Holland. Ja, bin ganz begeistert. Wir freuen uns total über diese Musik. Und ich habe es gerade gesagt, ihr nennt euch Alphorn, Klang und Schwoberblech. Richtig. Schwoberblech können wir nachvollziehen als Zuschauer, als Zuhörer. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, habt ihr so Instrumente, die sich so transformieren, so wie Transformer, die dann zum Alphorn werden? Oder habt ihr? Nein, lieber Andi, wir haben tatsächlich auch Alphörner dabei. Habt ihr die mit dabei? Wir wollen die sehen, natürlich wollen wir die sehen. Spielen die alle Alphorn? Nein? Komm, dann machen wir Platz für die Alphörner. Macht ihr das von Anfang an, dass Alphorn mit dabei waren? Weil er gerade gesagt hat, vor vielen Jahren gegründet und gleich immer mit Alphorn? Ja. Guckst du. Das sieht schon mal schön aus. Jetzt wissen Sie, meine Damen und Herren, aufgrund dieser Größe, dieses Instrument, ist Ihnen wahrscheinlich klar geworden, warum ich Melodiker gehe. Darf ich da drüber steigen? Du hebst es nicht an. Ich gehe hier lieber durch. Genau so. Da können wir gleich einen Tanz machen dann. Auf und nieder, immer wieder. Ich bin da. Ich freue mich. Ihr habt das aber bitte jetzt nicht nur mitgebracht, um das zu sehen, oder? Nein, wir können es Alphorn auch spielen. Wir bestehen auf eine Zugabe, oder? Meine Damen und Herren. Alphornklang und Schwoberblech. Bleibt da, das ist euer Applaus. Alphorn, Klang und Schwoberblech. Herrlich. Also, ich fühle mich wirklich nach diesen paar Minuten schon wie zu Hause. Aber da diese Alphörner da zu unterwandern und dann drüber springen. Konstantin, hast du ein Wasser für mich? Hast du ein rotes Wasser auch? Nein, nur Spaß. Wissen Sie, was ich mir überlegt habe? In so einer Unterhaltungsfernsehsendung fehlt einfach ein Tipp, wie die Zuschauer und der Moderierer gesund bleiben.
Wissen Sie, was ich meine? Ein bisschen so eine sportliche Betätigung. Also Sport ist übertrieben. Eine körperliche Ertüchtigung kann doch nicht schlecht sein. Ich ziehe mich jetzt nachher um und dann bekommen Sie Tipps, wie Sie Ihren Körper fit halten. So fit wie die Körper von diesen beiden Menschen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Fantasy! Servus. Wir haben schon einige Schlachten geschlagen, wir drei. Was gibt es Neues, außer dass ihr einen Hit nach dem anderen macht? Ja, also wir sind gerade sehr viel unterwegs aktuell. Okay. 20 Jahre Fantasy, die große Jubiläumstournee. Und wir 20 haben, Jahre, ja, Fantasy. 20, ja, Jahre Fantasy. 20 Jahre Fantasy. Wir haben schon, als wir so klein waren, angefangen. Wir sagen danke für diese 20 Jahre schöne, moderne deutschen Schlager. Ja, wir bedanken uns, dass wir so viele tolle Fans haben, die uns so viele Jahre unterstützen und immer wieder gerne auf unsere Konzerte kommen und Spaß mit uns haben. Und wir sind unendlich dankbar. Ihr habt ja ganz viele Fans, die euch überall hin nachreisen. Wir hatten, ja, Auftritte in Brandenburg, glaube ich. Da war ein ganzer Bus. Auch in Porridge. In Porridge? In Porridge. Ja. War das nicht Zeit? Da warst du noch so klein. Da war ich noch so klein, wie ich jetzt breit bin. Ich erinnere mich. Wenn Sie sich fragen... Ja, ich bin alleine so schwer wie die zwei miteinander. Aber ihr seid ja schon immer viel unterwegs gewesen. Gibt es auch eine neue CD, oder? Ja, es gibt jetzt diese 20 Jahre Fantasy Live-CD. Okay. Die kommt jetzt und... das heißt neu gemischt und von live neu gemischt und live, also mit Leuten, die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, zu unseren Konzerten zu kommen. Ja. Das Gefühl vermittelt bekommen, wie das ist, wenn wir live unterwegs sind. Das, ja, ist noch aber viel, es klingt anders, natürlich. Man singt anders, man benimmt sich, ja, ja. Genau. Super. Das ist, kommt jetzt, steht jetzt alles auf dem, genau, Plan. Wir hören ja nachher noch einen neuen Titel. Ja. Mit der Nacht und die, ja, kommt, ihr wisst Bescheid. Aber vorher singen Sie für uns, hab ich mir gewünscht. Weil ich finde das immer so toll, wenn ich bei den beiden im Publikum sitze und Sie singen dann, ich hab mich schön gemacht. Also das ist wirklich ein tolles Kompliment. Meine Damen und Herren, hier sind Fantasy. Vielen Dank. Oh.
Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte Musik ab. Musik ab, ohne Kamera. Musik ab. Nicht die Kamera. Nicht die Kamera. Nicht die Kamera. Das wollte ich Ihnen ersparen, meine Damen und Herren. Ich möchte so niemanden ansagen. Die Sporttipps gibt es nächstes Mal. Was soll ich sagen? Es ist mir was verrutscht. Und bevor ich sage, macht zuerst einmal Musik, ich gehe mich nochmal umziehen. Nein, ich sag doch, es tut mir sehr leid, dich so ansagen zu müssen, meine Damen und Herren. Sie ist schon viele, viele Jahre ein Mitglied in unserer Schlagerfamilie. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Cindy Berger. Ich will nicht stören, das ist dein Applaus, Cindy Berger. Oh, oh. Dankeschön. Ja. Ich hätte dich gerne anständig angesagt, aber wie gesagt, mir ist auch etwas verrutscht. Ich bin ganz begeistert, dass du hier bist. Weißt du, wie ich dich bezeichne, wenn wir zu Hause die Lieder hören, die du uns mitgegeben hast seit vielen Jahren? Schlagerlegende. Sie ist eine Schlager, oder nicht? Sie begleitet uns mit ihrer Stimme seit vielen, vielen Jahren. Und heute stehst du hier bei mir, bei uns. Ich bin ganz begeistert. Ich weiß ja, dass du aus dem Sendegebiet kommst, des SWR. Du bist aus dem Saarland. Ich bin Saarländerin. Und wo bist du denn jetzt zu Hause? Zu Hause bin ich jetzt in Berlin. In der Hauptstadt? Ich wollte mal in die Großstadt und dann natürlich gleich in die Hauptstadt. Ich war noch niemals in Berlin. Das glaube ich nicht. Die Singer, man muss hier aufpassen, dass man sich nicht die eigene Konkurrenz züchtet. Nein, meine Damen und Herren,
Eine Saarländerin in Berlin. Wie kommst du nach Berlin? War da ein Zimmer frei oder was? Ja, meine Tochter hatte zufällig ein Zimmer frei. Und erzähl mal, das ist ja eine Hammergeschichte. Ja, sie ist zu ihrem Freund gezogen, hat mich angerufen, hat gesagt, Mama, kannst du in meine Wohnung ziehen? Aber es muss gleich sein, sonst ist das Zimmer weg. Und dann bist du spontan bist du nach Berlin gezogen. Spontan. Und wenn man im Saarland zu Hause ist, ja, und wenn man in Berlin lebt, in der Hauptstadt, macht man da überhaupt noch Urlaub oder fährt man einfach von Berlin wieder nach Hause ins Saarland oder geht's doch dann mal nach Malaga oder Spanien? Oder ich frage nur. Also hin und wieder, seltener. Es wird immer seltener. Es wird immer seltener. Aber es ist immer wieder schön. Aber man kann doch davon singen. Ich sage jetzt mal Spanien oder Malaga. Ach so, da willst du hinaus. Ja. Sie wissen, worauf ich hinaus will? Sie wissen, worauf ich... Wir wollen das doch jetzt hören, oder? Die großen Hits von Cindy und Bert. Gesungen von Cindy Berger. Moment. Das haben wir nicht ausgemacht. Ich singe ja meine Lieder gern, aber ja, viel lieber singe ich sie im Duett. Und da du ja heute da bist, nee, da geht's nicht anders. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ja, das bitte will ich sehr. Hoffen. Ja. Spaniens Gitarren begleiten die Verliebten seit ewigen Zeiten. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein, und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren, die spielen, als ob sie mit den Liebenden fühlen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein, dann kommt Spanien so spanisch dir vor. Und wir zwei lassen die Sorgen zu Hause, denn es liegt Sonnenschein über der Welt. Spaniens Gitarren, die bringen alle Lieder der Liebe zum Klingen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein, und da muss viel Musik sein, Senor. Spaniens Gitarren verschönen uns die Stunden der Liebe mit Tönen. Es muss Nacht sein, es muss Nacht sein, dann kommt Spanien zu spanisch dir vor. Olé! Wo die Sonne schöner scheint, wenn der Tag erwacht, wo uns zwei das Glück vereint in der Sternennacht, wo der Himmel freundlich schaut auf ein Liebespaar, da ist alles anders als es war. Wenn die Rosen erblühen in Malaga, ist für uns unser Sommer. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und das sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das
wieder sonntags. Das ist dein Applaus, meine Damen und Herren, Cindy Berger. Vielen Dank, bis später. Dankeschön. Herrlich, diese wunderschönen Melodien, wenn man überlegt, wie lange die uns schon begleiten. Und wenn ich sage, sie ist eine Schlagerlegende, dann übertreibe ich überhaupt nicht. Und eine Schlagerlegende hat auch einmal als Nachwuchs begonnen. Und hier an diesem Tisch haben wir quasi Nachwuchs, Menschen, die total gern musizieren und die noch nicht so bekannt sind. Und das, wie nennt sich eure Gruppe richtig? Wir sind die Jauchzer. Jauchzer, weil geschrieben wird das nämlich mit 24a. Jauchzer! Und ich darf mich hier dazusetzen, das ist die Frau Mama von dir. Servus, du bist der Jens. Der Jens, dann bist du der Rüdi. Genau. Und sag bloß, du spielst Schlagzeug. Woran ich das wohl erkannt habe, meine Damen und Herren. Also, ich gebe dir das wieder. Und ihr seid die Eltern von Florian. Einen schönen guten Abend. Ich gebe euch nicht die Hand, sondern wir applaudieren einfach. Das sind die Eltern von Florian. Die Gruppe Jauchzer ist aus diesem Bundesland? Ja. Aber du bist kein Schwab, nicht nur. Du bist ein halber Schwab und ein halber Österreicher. Und wissen Sie, wer schuld ist? Die Mama. Die ist nämlich aus meinem Heimatland, aus Kärnten. Genau. Diese Geschichte ist fantastisch, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Der Karl-Heinz ist ja, was soll ich sagen? Ich habe das so gelesen, dass ihr zu Hause eine Pension habt, also praktisch, wo man gehabt habt. Und da ist nicht dein späterer Ehemann erst hingekommen. Du hast erst die Schwiegereltern kennengelernt, das stimmt doch nicht. Die waren im Urlaub bei uns. Und dann bin ich nach Schwaben durch meine Schwiegereltern gekommen. Da habe ich gelesen, du hast die praktisch bedient, du warst freundlich zu denen. Genau. Und die haben dich tatsächlich eingeladen als österreichisches Mädchen. Komm doch einmal für eine Saison bei uns zu arbeiten im Schwaberländle. Genau. Und das hast du gemacht? Und das habe ich gemacht. Eine Saison lang? Eine Saison lang. Und da hast du deinen Mann kennengelernt? Nein. Mein Mann war damals in der Schweiz, der war nicht da. Du bist der Rumtreiber. Das heißt, du bist dann wieder nach Hause gefahren und ihr habt euch nicht kennengelernt? Nein. Und wie habt ihr euch dann kennengelernt? Meine Schwiegereltern haben mich wieder angerufen, ob ich nochmal kommen möchte. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Das habe ich noch nie gehört, dass sich die Schwiegereltern erst in die Schwiegertochter verlieben und dann sagen sie zu den Burschen, hey, schau dir die mal an aus Österreich. Und dann, ich verstehe dich natürlich. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 40 Jahre. Wie alt bist du? 28. Super, brav. Na, habt ihr aber... Das ist unser Nachkömmling, unser goldener Schuss. Was heißt das? Du hast Geschwister? Er hat noch ältere Geschwister, eine 10 Jahre ältere Schwester und eine 7 Jahre ältere Schwester. Ihr seid zu dritt und du bist der Bub. Ah, herrlich. Und wenn ihr, ich meine, Kärnten hat ja schon einen anderen Dialekt als Wien und Kärnten hat einen anderen Dialekt als die Steiermark. Aber Karl-Heinz, was sprichst du denn für einen Slang? Eher Schwäbisch. Aber wir verstehen uns bestens. Naja, bei drei Kindern muss man... Nein, also auch über mit der Sprache meine ich natürlich. Gibt es da keine Probleme daheim? Nein, na, überhaupt nicht. Ab und zu mal. Überhaupt nicht. Die hat gerade gesagt, überhaupt nicht. Das sagt man in Kärnten nicht. Nein, man sagt das nicht in Kärnten. Es gibt keine Probleme, nein. Bei der Vorbereitung habe ich gelesen, wegen am Dialekt, wenn jemand die Mama gefragt hat, wo ist denn der Florian? Dann hat die Mama im österreichischen Dialekt gesagt, ja, der ist beim Tennis. Große Verwunderung, weil keiner den Tennis kannte. Nur bei uns in Österreich heißt Tennis, Tennis. Also ich bin begeistert, dass das so lange gehalten hat, dass ihr drei Kinder habt, dass du einen musikalischen Sohn hast mit Kollegen. Darf ich euch auf die Bühne bitten? Ja, wir wollen nicht nur reden, wir wollen über die Musik hören. Wie hat das denn begonnen mit dem? Wollt ihr unbedingt ein Instrument oder habt ihr ihn gezwungen? Nein, mein Vater spielte Steirisches. Okay. Und da hat er, wo wir im Urlaub war, immer wieder probiert. Und er konnte das eigentlich gleich ohne Lehrer. Steirische? Steirische, ja.
Jetzt willst du mich prüfen, oder? Weil dein Sohn hat sich gerade eine Gitarre umgehängt, eine steirische. Er spielt beides. Ah, Multitalent. Und hier sind die Jauchzer! Klatschen und dazu aufstehen, dann rührt sich immer wieder in uns dieses Feierkind. Dann pfeift man auf die Sorgen und auf die Vernunft, denn uns das wissen wir alle, Musik ist unser Grund. Feiern, ja, das tun wir, weil wir ein Freitag haben, das macht man, weil es so schön ist. Mach mal auf Tage lang. Feiern, ja, das haben wir am liebsten ohne Eng, weil gute Laune in uns wie ein Feuer brennt. Jetzt, wenn die Wände wackeln und sich die Balken biegen, ja, dann haben wir ja Gaudi, weil jetzt die Fetzen fliegen. Sterblich wie die Musik, das sehen wir auch. Ist unser Feierlaune, wir gehen noch lange ein. Feiern, ja, das tun wir, weil wir ein Freitag haben. Das macht man, weil es so schön ist, macht man auch tagelang. Feiern, ja, das tun wir, am liebsten ohne Eng, weil gute Laune in uns wie ein Feuer brennt. Manchmal auch tagelang. Feiern, ja, das tun wir, am liebsten ohne Eng, weil gute Laune in uns wie ein Feuer brennt. Jawohl! Die Jauchzer. Das ist doch toll, oder? Junge Burschen machen Musik, die auch uns Erwachsenen sehr gut gefällt. Kraftvolle Musik, ich glaube, wir werden von denen noch etwas hören. Auch die Kastelruther Spatzen haben einmal als kleiner Spatz angefangen. Und zwar als kleiner Spatz in Paris. Nein, das ist nur ein Spatz. Sie wissen aber, was ich meine. Die Kastelruther Spatzen kennen wir jetzt schon so lang. Es ist so, ganz viele Menschen, die jetzt zuschauen oder die hier bei uns sind, die kennen meine Karriere von Anfang an. Die wissen, dass ich nicht immer so ausgeschaut habe. Als ich begonnen habe, war ich natürlich weit über 20 Kilo jünger. Aber jetzt, wo wir erwachsen sind, wissen viele, das ist einfach so. Man wird älter und das sieht man einem an. Nur bei die Kastelruther Spatzen, wenn wir ehrlich sind, sieht man nicht, oder? Nee. Die verändern sich nicht. Und jetzt, sie haben ein neues Album, eine neue CD, da ist die Auflösung drauf. Warum die nicht und nicht älter werden? Nein, die Leute zu Hause denken, die übernachten in der Gefriertruhe, dran frisch bleiben. Nein, es ist ganz simpel. Älter werden sie einfach später. Hier sind die Kastelruther Spatzen. Nur, dass es so bleibt. Wir sind jung, wie wir uns fühlen, zählen unsere Jahre nicht. Ja, wir feiern dieses Leben mit einem Lächeln im Gesicht. Wer hat Angst vor grauen Haaren, die wir morgens im Spiegel sehen?
Sie zeigen uns vom Älterwerden. Wir lassen würdig es geschehen. Wir freuen uns auf dieses Leben, denn es ist so wunderschön. Wir bleiben jung, wie wir uns fühlen. Es darf nie zu Ende gehen. Älter werden wir später, dafür haben wir keine Zeit. Nichts ist ewig und für immer. Wir wollen nur, dass es so bleibt. Wir sind jung, wie wir uns fühlen, zählen unsere Jahre nicht. Ja, wir feiern dieses Leben mit einem Lächeln im Gesicht. Schlägt einem Freund die letzte Stunde, ja, dann wird es jedem klar. Wir zählen nicht mehr seine Jahre, sondern wie sein Leben war. Älter werden wir später, dafür haben wir keine Zeit. Nichts ist ewig und für immer, wir wollen nur, dass es so bleibt. Wir sind jung, wie wir uns fühlen, es darf nie zu Ende gehen. Wir feiern dieses Leben, denn es ist so wunderschön. Ja, wir feiern dieses Leben, denn es ist so wunderschön. Ja, wir feiern dieses Leben, denn es ist so wunderschön. Vielen, vielen Dank für den Besuch an die Kassler-Ruder-Schwarzen. Meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt alle das Rezept. Wir halten uns jetzt einfach dran, oder? Älter werden wir einfach später. Wir bleiben so, wie wir jetzt sind. Alle anderen sollen Geburtstag feiern. Ich habe mich jetzt hier zwischen zwei Männer gestellt, weil wir Männer müssen jetzt zusammenhalten, meine Damen und Herren. Jetzt kommen zwei Damen, die, wie soll ich sagen, ich sage es einfach, wie es ist, die an uns Männern kein gutes Haar lassen. Und trotzdem sind die mir sympathisch und höre ich ihnen gerne zu. Also wenn sie sich fragen, wer, naja, Duido und Esel. Ich bin so schrecklich unausgeschlafen. Hi. Ja. Fix und alle. Das glaube ich. Fix und alle. Seit mein Dieter im Vorruhestand ist, der schmeißt mich morgen so früh aus dem Bett. Und ich bin so ein Morgenmuffel, weißt du? Ja, ich bin ein voller Morgenmuffel. Guck nicht so. Ja, das kenne ich. Ja. Das ist schlimm, wenn du auf einmal den Mann daheim hast, oh, gell? Oh, nee. Weißt du, was das Schlimmste? Doch, weißt du, was das Schlimmste ist? Morgens nach dem Aufwachen, dass du die Gläser ungerichtet siehst. Ja, finde ich auch schlimm. Also, das finde ich ganz brutal. Heute Morgen bin ich verschrocken, wo ich die Augen aufgemacht habe. Mein Gerhard ist vor mir gelegen. Ja. Du, da habe ich gedacht, das muss wirklich große Liebe sein, wenn man sich morgens so sieht und man bleibt. Ja, das stimmt. Das ist obwohl. Das stimmt. Ich bin überzeugt, viele Paare wären gar nicht zusammengekommen, wenn die sich morgens kennengelernt hätten, oder? Ja, da bin ich sogar ganz sicher. Da bin ich ganz sicher, weil mein Sohn, also mein Kevin, ja, der bringt ja auch immer mal wieder über Nacht irgendwelche Weiber mit, gell? Der ist gestern Morgen mit einer die Treppe runtergekommen, du. Nee. Ich meine, ich hab nichts gesagt, aber mein Blick hat wohl gelangt. Er hat bloß gesagt, Mama, sag bloß nichts, ich bin gerade auch erschrocken. Ja. Ja, ja. Du beschwipst, flirtest einfach nichts anderes wie hungrig einkaufen gegangen, gell? Stimmt, du, ja. Da kommst du mit Sarah heim, du, die hättest gar nicht gebraucht. Ja, das stimmt echt. Aber nicht, wenn du auf einmal den Mann daheim hast oder so. Und ich hab meinen schon sehr lang, also schon rund 35 Jahre. Immerhin, man guckt ihn schon ab und zu mal ein bisschen an, gell? Ja, muss schon, klar. Ja, er sieht halt nicht mehr so aus wie vor vielen Jahren. Ja. Ja, da machst du dann Gedanken, ist das eigentlich dein Traummann, den du geheiratet hast? Oh. Wie dein heutzutage dein Traummann aussehen? Weiß ich. Ich wüsste's genau. Sag. Der wäre groß. Ja. Der wäre stark. Ja. Weißt du, das wäre einer, der mich einfach mal schnappen würde, weißt du, und ins Schlafzimmer zerren und dann übers Bett schmeißen. Ja.
und das Haus durchputzt, solange ich schlafe. Genau. Genau. Das wär's. Jawohl. Ja. So ein Daddy auch nicht mehr. Aber Traummann ist ein großes Wort. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Traummänner? Ich weiß es nicht. Gibt es Traummänner? Ha? Bist du deinem Traummann begegnet? Ha? Ja, warum hast du nicht den genommen? Ach, der ist das. Ach, der ist dein Traum. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's bloß von der Ferne so. Nee, der ist toll. Du, meiner ist auch okay. Ja, ich möchte jetzt bloß nicht gerade von meinem Traummann schwätzen. Weißt du, wenn er heute Nacht so ein Erlebnis gehabt, hey, ich mit meinem Traummann. Es war ungefähr 1:30 heute Nacht. Wir sind im Bett gelegen. Auf einmal langt er zu mir rüber, gell, und fährt mir so an der Seite runter. Dann denke ich, ja, wie, was ist denn jetzt los? Dann langt er über mich drüber, fährt mir da hin und dann denke ich, aber hallo. Dann ist er mir so am Hals entlang. Dann ist er mir der Bauch runter. Hey, der ist mir an die Oberschenkel. Du, ich war schon ganz erregt. Und auf einmal hört er auf. Dann sage ich, warum hörst du denn jetzt auf? Dann sagt er, psst, alles gut, ich habe Fernbedienung gefunden. Ist das jetzt die Erotik des Alters oder was? Ha? Ich weiß auch, was schreibst du auf? Ich schreibe mir gerade auf, wo ich heute Nacht meine Fernbedienung verstecke. Ja. Da musst, nein, das muss man wissen. Da musst du mit allen Tricks schaffen, gell? Ja, ich mein, nee. Die Erotik, ich weiß nicht, wir haben reagiert, weil daheim die Erotik so ein bisschen nachlässt. Ja. Sollen wir Dessous kaufen? Ganz heiße Teile. Ja, yeah. Wirklich heiß. Also zumindest waren wir der Meinung. Doch, doch. Aber der Schuss ist nach hinten los. Ich habe meinen Sklei anzogen, meiner kommt heim, sieht mich und sagt, ja, Margot, ist wieder eine Blasenentzündung. Nee, ja. Das ist nicht witzig, ich weiß. Ich meine, das meins war harmlos, das, was die kauft, das hätte ich mich gar nicht traut. Also ich habe mich wirklich was getraut, ich bin eigentlich eher schüchtern, gell? Und trotzdem, ich habe ein Dessous gesehen. Wie soll ich das beschreiben? Schwarz. Wow. In Lack und Leder. Hey, ich hab mir's wirklich gekauft, ich war so richtig stolz auf mich. Nicht nur das, ich hab mir noch Ledermäntel gekauft, weißt du, was bis dahin hergeht, gell? Du, daheim, ich hab's natürlich sofort entzogen. Dann bin ich so in der Schlafzimmertür, weißt du, da hab ich mich so in der Türrahmen, weißt du, reingeklemmt. Und ich denk, jetzt warte ich, bis der Gerhard kommt, gell? Oh, ich hab lang warten müssen, gell? Aber du, woran komm ich? Ich hab ihn angestrahlt, du, der guckt mich von oben bis unten an. Und sagt, hey, Batman, was gibt's zum Essen? Das brauchst du doch nicht. Nee, das braucht man nicht. Ja. Aber die Männer, die halten sich für unwiderstehlich, oder? Meiner findet sich auch ganz toll, deiner auch. Kenn ich ja. Oh, ist der toll. Meiner gefällt sich. Hm. Wenn der vor dem Spiegel steht, oder kriegst du hier den Vogel. Wie der sich betrachtet, weißt du, von allen Seiten, der grunzt zufrieden vor sich hin. Dann denke ich mir, um Gottes Willen, was sieht er denn da? Gestern hat er geschrien, Petra, komm schnell, das musst du sehen. Habe ich nicht die Figur eines griechischen Gottes? Mein, da habe ich halbe Stunde gebraucht. Bis ich ihm klar gemacht habe, dass Buddha kein griechischer Gott ist. Naja, das mit der Erotik ist halt auch alles nicht mehr so. Und die Männer, die lassen auch noch, die werden auch älter. Ich meine, früher war ich ein bisschen eifersüchtig. Ja. Das bin ich eigentlich nicht mehr. Ich bin eigentlich nicht eifersüchtig. Ich bin eigentlich gar nicht eifersüchtig. Aber in unserem Alter braucht man doch nicht mehr eifersüchtig sein. Bist du eifersüchtig? Ich bin auch nicht eifersüchtig. Weißt du, was ich immer sage? Wenn der Vogel hey ist, kannst du den Käfig offen lassen. Danke! Der Wind singt uns leise sein Lied. Als am Horizont ein Stern vorüberzieht. Wie schön sie war, Cara mia. Im Rausche des Meeres geboren. Ein Blick und mein Herz war verloren. Im Leuchten der Nacht stand sie. Cara mia, Cara.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss das an dieser Stelle einmal sagen, ich hoffe, Sie zu Hause und Sie hier bei uns, Sie merken, dass es mir Spaß macht, heute hier für euch einfach im Fernseher herumzuhüpfen. Ich bin begeistert. Und ich sehe gerade, der Norbert ist schon da mit dem Ergebnis von unserer Wunschbox. Norbert, vielen, vielen Dank. Du hast dir die Wünsche, die du erfüllst, schon rausgenommen. Ja, ja. Ja, okay. Dann viel Spaß beim Wünsche erfüllen. Wenn du mir den Deckel abnimmst, genau. Okay, darf ich das hier hinstellen? Nein, du darfst nicht ziehen. Ich zieh selber. Wir haben ja eine Auswahl von den Gästen. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Die Martina Kaltenbach und die Gabi Törner. Wo sitzen die? Die Gabi Törner. Wo? Da sitzt ihr. Ich gehe da mal kurz hin, damit Sie sehen, was die sich wünschen. Zwei so liebe Menschen, die sich das wünschen, haben schon den halben Wunsch erfüllt. Sie haben sich gewünscht, gesund zu bleiben. Wir wünschen es euch von ganzem Herzen. Und das ist der Applaus. Und durch dieses Adrenalin, das jetzt in euch hochsteigt, bleibt man gesund. Die Martina und die Gabi. Schauen Sie, nicht, dass Sie glauben, ich schummel. Dann haben wir da noch einen Wunsch. Den einen haben wir schon halb erfüllt. Der Alfred Schuler wünscht sich... Der Alfred Schuler wünscht sich ein Wohnmobil. Aber Moment, okay. Ein Wohnmobil kann sich jeder wünschen. Könnte er schon haben, wenn er nicht die Bezeichnung dazu geschrieben hätte. BMC 5801. Das ist schade. Ein 5807 hätte ich gehabt. Wo sitzt denn der Alfred? Wo sitzt denn der Alfred? Alfred, wir treffen uns auf dem nächsten Rastplatz mit dem Wohnmobil. Er schreibt die genaue Bezeichnung dazu. Das ist auch. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der einen langen Arm braucht, um das zu lesen. Hier einen. Ah, aus Reutlingen kommt der Wunsch. Von der Setti Stelzer. Wo sitzt du denn? Setti Stelzer? Ein super Wunsch. Schau mal, geh mal da. Warte, ich helfe dir. Guck. Ich muss das alles selber machen. Guck, das ist die... Aus Reutlingen. Ich war schon in Reutlingen. Wisst ihr, was sie dich wünschen? Ich glaube, da spricht sie ihnen aus der Seele. Einen Grand Prix der Schlager, Chansons und Liedermacher, wie früher. Das wünschen wir uns alle. Ich hoffe, ihr seid mit dem Anfang schon mal zufrieden, den wir hier machen. Ich habe hier einen Doppelwunsch, den dazu muss ich. Der Milan, den Familiennamen kann ich beim besten Willen nicht. Er wünscht sich einen Fernseher und er schreibt dazu, ich habe sie früher so gern im Fernseher gesehen und dann waren sie auf einmal weg. Ich habe die Vermutung, dass er den Fernseher entsorgt hat, nur weil ich da nicht mehr drin war, weil er wünscht sich einen neuen Fernseher. Und Sie haben Glück, Herr Milan. Ich war vor kurzem auf einer Kreuzfahrt. Da hat einer der Passagiere einen Fernseher zu verschenken. Der ist aus Sydney in Australien. Sie können sich den abholen. Den Fernseher. Super Idee mit dem Fernseher. Und dann habe ich hier, den möchte ich noch vorlesen. Die Marie-Louise Schuler. Wo sitzt denn die Marie-Louise? Jetzt traut sie sich nicht. Da sitzt die Marie-Louise. Normalerweise gibt es in einem Weinlokal kein Getränk, das auch sprudelt. Sie wünscht sich nämlich eine Flasche Sekt. Unser Konstantin hat gesagt, wenn sie das haben will, dann kriegt sie das. Ist das so? Wir haben hier einen Riesenapplaus für den Konstantin und wehe, du lässt mir kein Glas übrig. Ein sehr frommer Wunsch. Ich freue mich, dass Sie so regeln. Da sind noch ganz, ganz viele andere Wünsche, die an dieser Stelle zu machen wären. Ich habe noch einen Wunsch. Ich habe noch einen Wunsch, den habe ich vergessen, in die Wunschbox reinzulegen. Aber ich habe mir hier aufgeschrieben, ich wünsche mir, habe ich geschrieben, einen Interpreten hier aus der Gegend. Und wir hatten Glück, weil wenn er ein paar Kilometer weiter südwestlich geboren wäre, dann wäre er Schweizer.
Und soll ich Ihnen was sagen? Der wäre trotzdem hier, weil er ein fantastischer Sänger ist, super Lieder komponiert, wunderschöne Texte macht und heute Abend, es ist mir eine Ehre, ihn anzusagen, er ist ganz nah dran am Puls der Zeit. Christian Leis! Wir haben lange versucht, ganz perfekt zu sein. In unserer Mitte tadellos, am besten noch fehlerfrei und hundertprozentig von dabei. Das Ideal war fast in Sicht und doch erreichen werden wir's nicht. Doch wir sind ganz nah dran, für immer ganz nah dran. Ich lass die großen Pläne los und fang zu leben an. Wir bleiben ganz nah dran, wenn wir perfekt sind, na was dann? Haarscharf am Ziel vorbei heißt das, man sagen kann. So verdammt nah dran. Dich machen Fehler erst und verwechselbar. Und ich feier sie so laut es geht. Der Kampf gegen das, was stört, ist nichts mehr, was noch zu uns gehört. Das Ideal ist, wenn man liebt, weil's Perfektion doch gar nicht gibt. Doch wir sind ganz nah dran, für immer ganz nah dran. Ich lass die großen Pläne los und fang zu leben an. Wir bleiben ganz nah dran, wenn wir perfekt sind, na was dann? Haarscharf am Ziel vorbei heißt das, man sagen kann. So verdammt nah dran. Wir sind nicht der Traum, den jeder träumt. Wir sind kein Objekt für Eifersucht und Neid. Im goldenen Schein wollten wir nie sein. Doch wir sind ganz nah dran, für immer ganz nah dran. Ich liebe alles so, wie es ist, weil ich es kann. Doch wir sind ganz nah dran, für immer ganz. Ich lass die großen Pläne los und fang zu leben an. Wir bleiben ganz nah dran, wenn wir perfekt sind, na was dann? Haarscharf am Ziel vorbei heißt das, man sagen kann. So verdammt nah dran. Christian Leis. Schön, hier zu sein. Hi, Andy. Freue mich. Das stimmt doch, was ich gesagt habe, oder? Ja, ich komme aus dem wunderschönen Schwarzwald natürlich. Ich wohne genau an der Schweizer Grenze zu Basel und zum Elsass drüben. Und da wohne ich im wunderschönen Kandern, wenn es jemand kennt. Ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Da, wo andere Urlaub machen, genau. Und bevor ich jetzt die Frage stelle, wie du dort aufgewachsen bist, ich muss es einfach sagen, es ist mir egal, ob du jetzt böse bist auf mich, der steht hier mit einer gebrochenen Schulter. Ja. Jeder andere wäre zu Hause geblieben und hat gesagt, ich kann nicht. Ja, du bist hierher gekommen? Ich habe gesagt, ich möchte das gerne machen, weil ich mal wieder mal im Ländchen dabei sein darf. Und ich bin am Donnerstag im Badezimmer über meine Katze gestolpert, habe mir die Schulter gebrochen und ich muss jetzt durch. Mit ein paar Schmerztabletten geht es schon. Und, okay, bisschen siehst bewegen, du das? Aber Musik heilt ja so schnell. Musik heilt schnell. Ja. Das wäre mir zum Beispiel nicht passiert, über eine Katze zu stolpern, weil mir die Katze bis hier hingeht und die sehe ich natürlich. Und stolpert. Wer den Schaden hat. Ja, hat die Qual. Du bist dort mit deiner Mama aufgewachsen. Warum? Ja.
Ja, ist mein Heimatort. Ich bin in Lörrach geboren und ich habe noch zwei Geschwister und ist einfach traumhaft schön. Was ich meine ist, du bist ohne Papa aufgewachsen? Ich bin leider ohne Papa aufgewachsen, weil ich habe meinen Papa seit vielen, vielen Jahren, also bestimmt schon 40 Jahre, gesucht und immer wieder Anläufe genommen, ihn zu finden und habe ihn nicht gefunden. Okay. Bis ich eines Tages mich angemeldet habe in einem Fitnesscenter. Und da habe ich gemerkt, so nach 2-3 Wochen, dass mir eine ältere Dame immer hinterherläuft. Und irgendwann hat die mich angesprochen an der Bahn, hat gesagt, ich kenne dich. Ich war mit deinem Papa verheiratet und du hast noch einige Geschwister. So kam das raus beim Fitness. Und das war die Wahrheit? Das war die Wahrheit. Wahnsinn. Und es war ein wunderschönes Gefühl. Ich habe es ja im ersten Moment gar nicht geglaubt. Und dann habe ich zum ersten Mal Fotos von meinem Vater gesehen und von meinen Geschwistern. Und ihr habt euch kennengelernt mittlerweile? Wir haben uns mittlerweile schon kennengelernt. Und es ist so schön, eine neue große Familie dazu zu bekommen, was man ja nicht wusste, ja, was da war. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist und ich endlich auch weiß, wie mein Papa aussah. Leider ist er verstorben, schon 1990. Da habe ich so lange weitersuchen können. Das hätte nie funktioniert, hätte ich mich nicht im Fitnesscenter angemeldet. Wahnsinn, oder? Ich habe, manchmal gehen die Wege, wenn man, Seltsame Wege. Und dann machst du einen Schritt, mit dem du nicht errechnest und das verändert dein ganzes Leben. Dein Papa war Italiener? Der war Italiener, Sprichst du Italiener? Och so, ich verstehe einiges, aber mit dem Sprechen habe ich so ein bisschen meine Probleme. Aber ich bin dran, das jetzt so ein bisschen zu lernen und es funktioniert schon ganz gut. Aber singen, italienisch singen, es gibt so schöne italienische Lieder. Es ist einfach schön, mit Italienisch kann man doch so viel ausdrücken, oder? Es gab doch so viele tolle italienische Weltlieds. Und ich habe gesagt, ich finde es einfach toll und ich möchte das mal versuchen, auch mal was Italienisches zu machen. Dann soll er das hier machen, oder? Dann soll er hier für uns Italienisch singen. Gerne, ich versuche Okay, meine Damen und Herren, Christian Signor, Christian Lass. Dankeschön. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di
te sei l'unica donna per me. Oh, oh yeah. Oh babe, hab ich dich gestern verloren. Oh, oh yeah. Oh, sag mir, hab ich dich gestern verloren. Vielen Dank für deinen Besuch. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen hier in unserer kleinen Familiensendung nicht nur wunderschöne Melodien, wunderschöne Lieder präsentieren, sondern auch interessante Menschen aus Ihrer Region. Und wir haben hier einen jungen Mann gefunden, der ist vom Beruf, ich hoffe, ich sage das richtig, Küfer. Das ist korrekt, ja. Das Küfer ist er. Was? Hat gleich am Publikum jemand gefragt. Ich darf Ihnen vorstellen mit einem großen Applaus, das ist der Marc. Ich habe genauso reagiert, als ich gelesen habe, du bist Küfer. Was ist es denn? Ja, Küfer ist ein Fassbinder. Sprich, ich mache Holzfässer für Wein, Schnaps oder sonstiges. Okay. Ist egal, was reinkommt, das Prinzip des Fassbaues ist das gleiche. Ja. Ich hab, normalerweise habe ich es nicht so gern, wenn außer mir noch ein anderes Fass auf der Bühne steht. Aber in dieser Situation lasse ich das mal gelten. Wie kriegst du denn diesen Bauch da hin? Können wir das mal sehen? Jawohl, das können wir sehen. Aber ohne Feuer. Wir dürfen hier kein Feuer machen. Das ist der Feuerkorb. Da brennt das Feuer jetzt schön. Hat so ca. 200 Grad. Okay. Was brauchst du jetzt dazu? Das da? Kommt das Fass drauf, genau. Durch einmal den Stahlzug. Wir stellen uns jetzt vor, da drinnen ist ein Holz, das brennt. Genau. Während das Fass da drumherum ist. Genau. Okay. Das Fass muss sich erwärmen. Und wenn das Holz sich erwärmt, wird es elastisch. Zusätzlich wird es außen noch befeuchtet. Ja. Mit einem Schlauch Wasser oder mit einer Wasserbürste. Das konstant feucht halten. Ach so, innen brennt das Feuer, außen wird es nass gemacht? Genau. Ah, und dann, somit okay. Wird das Holz dann elastisch und biegsam. Wenn ich dir was helfen kann, dann sage es nicht. Alles gut. Ich zeig's dir. Meine Frau kriegt hinter der Bühne jetzt schon einen Anfall, weil das hier eingefettet ist und ich schon mit leuchtenden Augen mithelfen will. Aber das ist halb so wild. Das Feuer brennt jetzt, das Fass ist warm. Man zieht den Stahlzug zusammen. Auf Spannung. Bricht das nicht? Oder immer wieder nass machen? Nein, das macht man nicht auf einmal. Man zieht teilweise ein Stückchen. Ja? Dann merkt man, okay, es wird schwieriger. Dann muss man pausieren und dann muss man wieder warten. Bis das wieder nachgibt, genau, okay. Genau, bis das Holz wieder elastisch wird. Wieder kräftig nass machen außen. Ja? Auch darauf achten, dass das Fass innen nicht anbrennt. Okay. Das wäre suboptimal. Natürlich, weil der Feuer ist drin. Genau. Aber da sieht man, ist das Schwarze, ist das wirklich vom Feuer? Das Schwarze, nee, das ist von der Lagerung. Das Holz wird ja 3,5 Jahre draußen gelagert, im Regen und in der Sonne. Damit der Gerbstoff ausschwindet und okay. Der Wein nicht zu bitterlastig schmeckt. Verwendet man verschiedenes Holz? Ja, man kann für den Wein verwenden, das ist jetzt Eiche, okay. Schwäbische Eiche aus der Region hier. Holz, ja. Und Akazie kann man verwenden und Akazie? Akazie, genau. Okay. Und Kastanie, nicht die Rostkastanie, sondern die Marone, die Esskastanie. Und stimmt das, irgendwer in der Familie hat erzählt, das Holz gibt dem Wein auch einen Geschmack? Deswegen verschiedene Holzarten. Genau. Das Holz gibt Geschmack und der Geschmack wird erzielt durch das Ausfeuern. Sprich, wenn das Fass jetzt fertig ist, zugezogen, wird es okay. Umgedreht vom Feuer. Ja. Wird dann so ein Reifen unten auch noch draufgeklopft. Ja, mit so Hammer. Wie hier auf beiden Seiten, oder? Genau. Ja. Hier auf den beiden Seiten mit den Hauptwerkzeugen Hammer und Sätze. Okay. Riech mal her. Klopft die Hammer drauf, ist ein bisschen lauter, ja, aber ich muss okay. Da ein bisschen Kraft aufwenden. Ja. Dann ist das Fass quasi ein Zylinder, ohne die Böden, ja. Dann kommt es nochmal aus Feuer drauf zum Aushärten, damit die Dauben die Form behalten und nicht wieder zurückschnappen. Und hier dazwischen, zwischen diese Streifen, wird da kein Dichtungsmittel oder so? Gar nichts, nein. Holz auf Holz, das gibt dicht, die Seiten sind gefügt in einem speziellen Winkel und die geben dann dicht.
mit den Reifen, wenn es zusammengepresst wird, gibt es dicht. Sind das andere Ringe, die hier drauf sind? Weil ja, hier hast du ja draufgeschlagen, das wird ja ein bisschen kaputt, oder? Ja, das sind normale Arbeitsreifen, die verwenden wir, wenn wir an einem Fass arbeiten. Wenn das Fass dann fertig ist soweit, muss man den Boden einschneiden. Gehen wir her mit dem Hobel. Klassisch und oldschool. Handarbeit. Mit der Hand? Genau, mit der Handarbeit. Goldenes Handwerk, kann ich nur sagen. Da hobelst du so lange? Genau, man setzt den Hobel an. Liebe Eltern. Hobelt oben rum. Und das machst du auf beiden Böden? Auf beiden Seiten, genau. Dass die Böden. Ich muss meinen Eltern kurz sagen, ich hoffe, ihr trinkt den Wein in Zukunft mit mehr Achtung. Weil das ist eine Riesenarbeit da. Ich finde das so toll, wenn ein junger Mensch ein uraltes Handwerk erlernt. Und da ist er gerade dabei, kurz davor abzuschließen. Wir wünschen dir alles Gute für die Prüfung. Das ist dein Applaus. Dankeschön. Alles Gute und verletz dich nicht. Nö, hab ich nicht vor. Ich sag, wir kommen jetzt wieder zur Musik. Ich gehe mal ein bisschen hier runter. Und zwar kommen jetzt zwei Landsmänninnen, zwei Mädchen aus meinem Heimatland Österreich. Die singen jetzt gleich ein brandneues. Sind die da? Nein, oder? Sind die da schon? Die singen ein brandneues Lied. Und wissen Sie, wie man einem Künstler, wenn er ein neues Lied vorstellt, eine Riesenfreude machen kann, wenn das Publikum das Lied schon mitsingen kann? Wissen Sie, was ich meine? Der Künstler selber kennt es noch gar nicht, aber das Publikum singt schon mit. Und zwar singen die ein Lied, sind noch nicht da. Nein, sind noch nicht da. Die singen jetzt, fliege mit mir in den Himmel hinein. Und ihr müsst dann singen, oh, 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 oh. Kennt ihr das schon? Und jetzt, ihr wisst das schon, jetzt mache ich das mit den Zuschauern zu Hause. Also, die beiden singen, fliege mit mir in den Himmel hinein und dann. Oh, 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 oh. Wollen Sie das machen? Okay, dann machen wir jetzt offiziell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt zwei Gäste aus meinem Heimatland Österreich. Sigrid und Marina, Sie sind ausgezeichnet mit Gold und Platin. Sie sind fleißig, Sie sind total sympathisch, ganz liebe Mädchen. Die singen uns jetzt ihren ganz neuen Titel. Fliege mit mir in den Himmel hinein. Hier ist Sigrid und Marina. Dich, na, wie wär's mit uns zwei? Flieg mit mir ganz einfach mal weg. So richtig cool, die Arbeit läuft schon nicht weg. Ich sprach dich tausendmal darauf an, bis du dann endlich dein Okay dazu gabst. Wir schmissen uns zum Flughafen raus und stiegen einfach mal auf. Zaubert am Strand, wir tranken Wein und tanzen nächtelang. Es dauerte nicht allzu lang, die Zeit war schön, doch auch der Abschied kam. Wir mussten dann zum Flughafen raus und es ging wieder nach Haus. Fliege mit mir in den Himmel hinein. In
das gehört? Ja, ein Wahnsinn. Ja. Andy, dass dir das auffällt. Ich bin begeistert. Schau dir das an, wie fesch. Also das gebührt einen Applaus, oder? Andy in Ledern. Ein Wahnsinn. Wisst ihr, warum ich hier bin? Wir haben auf Tournee schon mal ein Volksmusik-Medley miteinander gesungen. Stimmt. Und dieses Publikum hat es verdient, dieses Medley zu hören. Sigrid und Marina. Du, aber Andi, weißt du was? Dann gib uns eine Zeit, indem du jetzt so fest beieinander bist, dann wollen uns wir jetzt auch noch mal kurz umziehen. Nein. Ihr könnt euch jetzt nicht umziehen. Die Sendung hat ja auch irgendwann ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Andi, das dauert ja nicht lang. Das sagen alle Frauen, die sagen, ich ziehe mich nur mal schnell um und dann sitzt du da. Und wenn du so sitzt, hast du nach einer Stunde hier Spinnweben. Eine Minute. Gibst uns eine Minute? Eine Minute würde ich euch geben, aber das schafft ihr nicht. Doch, drückt uns die Daumen. Ja, top, ihr kommt aber nach einer Minute wieder auf die Bühne, egal ob ihr was anhabt. Genau. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, eine Minute ab jetzt. Los geht's. Alles klar. Und was machen wir? Ihr singt dabei ein Lied an. Eine schöne Schunkelmelodie am besten. Okay. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Singen wir gemeinsam eine Minute ab jetzt. Bitte. So. Die ersten 5 Sekunden sind vorbei. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Auf den ich mich so freute. Und wie schnell 60 Sekunden vergehen. Jetzt haben Sie aber nicht mehr lange Zeit. Ach, wie bald vergehen die schönen Stunden. Herrlich. Die wie wollen. Gleich ist eine Minute. Erwähnen. Einmal noch, dann ist Schluss. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, da dürfte nie vergehen. Suchen Sie Ihren Platz. Hey, das darf ja nicht wahr sein. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
bin begeistert. Oh. Das ist euer Applaus, das ist sehr lieb. Vielen Dank. Oh. Andi. Wir teilen. Ich habe ja damit gerechnet, dass ich habe das die ganze Zeit schon rascheln gehört und dachte, er vergisst, dass er uns das gibt. Aber ich habe damit gerechnet, deswegen habe ich mir den Salat von da vorne mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob da was drin ist. Nein, ein bisschen Dressing drauf und so. Ich gehe mich jetzt wieder umziehen. In der Zwischenzeit hören wir Musik von unseren beiden Kollegen, die ich vorher schon angekündigt habe. Sie haben ein neues Album. Während Sie auf der Tournee sind, präsentieren Sie diesen neuen Song. Meine Damen und Herren, hier sind noch einmal Freddy und Martin, besser bekannt als Fantasy. Sich hier kann ja sein, du kommst wieder zu mir. Es ist jetzt schon 3 Jahre her und ich weiß auch genau, du liebst ihn 3-mal mehr als mich. Doch daran sterbe ich nicht. Die Gespenster der Nacht übernehmen. Mit ihrem neuen Titel Gespenster der Nacht. Gefällt's dir denn? Ja. Darfst du noch länger aufbleiben? Ja. Dann würde ich jetzt anfangen, weil wir haben natürlich noch unzählige Wünsche in unserer Wunschbox gehabt. Diesen großen Berg von Musikwünschen fangen wir heute an, ein bisschen abzubauen. Bitte sehr. Auf der Straße nach San Fernando. Da stand ein Mädchen warten in der heißen Sonne. Ich
sagte, sie will mich gern wiedersehen. Doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jede Tür klopf ich an, doch keine. Vom Bodensee, fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze auf. Schon ist ein junges Fischlein drin im Netz der schönen Fischerin. Da kommt ein alter Hecht daher, übers große Schwabenmeer, übers große Schwabenmeer, da kommt ein alter Hecht daher, der möchte auch ins Netz hinein, bei der Magd gefangen sein. Da zieht die Fischerin im Nu das Netz schon wieder zu. Ein weißer Schwan zieht den Kahn mit der schönen Fischerin auf dem blauen See dahin. Im Abendrot schimmert das Boot, Lieder klingen von der Höhe. Das ganze Jahr lang Sommer mit blauem Himmel und Sonnenschein. Braucht ich mich doch nicht so zu plagen, dann hätte ich Freizeit bei dir zu sein. Yes, dann könnte ich in aller Ruhe und voll Erwartung auf dich mich freuen. Azzurro, so ist der Himmel für Verliebte, denn Azzurro heißt blau. Azzurro, so ist die Welt für mich, wenn tief ich in die Augen dir schau. Ich merke es immer schlimmer, wie es ist, wenn du mal nicht bei mir bist. Azzurro, so ist mein Leben, weil ich Azzurro bin, wenn du mich küsst. Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnenwachs und Spießigkeit für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, in Lido, San Francisco, in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Letzter Blick zum Abschied,
brauchst mich zärtlich an der Tür. Und irgendwie kommt dann den Hand an und wollte noch 100 davon mir. Bye, bye, my love, mach ich jo. Etwas Schöneres als einen Schlussakkord auf der Gitarre. Ich freue mich. Sie haben bis zum Schluss durchgehalten. Das war meine erste Sendung hier beim SWR. Ich bin begeistert. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich. Ihnen sage ich, wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie einfach beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich habe eine gute Nachricht. Sie müssen nicht lange auf mich warten. Wir werden uns jetzt, sage ich mal so, circa einmal im Monat. Wäre euch das recht? Wäre euch das recht? Bis bald. Dankeschön.